55 Meter lang. Dahinter war die kleine Baracke, wo die schönen Sportgeräte alle drin waren. Und da dahinter hatte eine ältere Dame ihr Grundstück. Und eines Tages war ich dann ab der dritten Klasse vom Sportunterricht Ballwerfen ausgeschlossen. Weil der Schlagball grundsätzlich bei ihr drüben gelandet ist. Ja, ne? Das ist wie Uwe Hohn, der ist dann auch ausgeschlossen worden. Ne? Ja, da gibt es die Parallelen. Hast du mal ein Spiel in der Hand gehabt? Ja, eine Hand gehabt, ja, noch nicht geworfen. Ja, da brauchst du noch nie die Hand zu nehmen. Ja. Gut, er hat ja gesagt, er hat sich auch im Kanal ja nicht halten können, warum sollst du dann mit dem Speer werfen? Das verstehe ich schon hier. Du kommst aus Schwedt. Ja. Ist da ein Nest oder irgendwie? Also Wandrei, der ja auch im Zweier mit im Boot saß, kommt auch aus Schwedt. Das kann doch kein Zufall sein. Ich denke, wir haben eine gute Grundausbildung dort bekommen und dass wir jetzt am Ende zusammen in einem Boot saßen, war schon so ein bisschen Zufall. Das war, wie gesagt, ganz kurzfristig und eigentlich ist Jan auch zu Beginn der Saison mit einem anderen Zweierpartner gestartet und ich auch und dann irgendwie haben sich unsere Wege dann doch gefunden. Aber wie gesagt, wir haben einige kleine Stützpunkte in Brandenburg, die Sportler ausbilden und dann kommen die meisten zur 7. Klasse an die Sportschule, um da sich weiterzuentwickeln. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass da auch die Vereine gut mit Potsdam zusammenarbeiten, dass da wirklich das Training auch schon gesteuert wird. Welchen Einfluss? Danke, Karin. Ein bisschen Beifall lockert die ganze Geschichte auf. Ja, ich möchte auch nicht, dass die Zuschauer einschlafen. Ihr könnt auch mal. Das entlastet mich natürlich. Ne? Welchen Einfluss hast du? Also beispielsweise, wenn jetzt mein Chef sagen würde, das ist ein Experte, mit dem kommentierst du und ich kann mit dem nicht, dann kommentiere ich nicht mit dem. Wie ist das bei euch, wenn der Trainer sagt, du, der kommt bei dir ins Boot und du kannst aber nicht mit dem. Das gibt's nicht. Na, du kannst mit jedem. Und dann fahre ich einer. Dann fährst du einer. Ganz einfach.